Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Geheimdienstaffäre sorgen neue Vorwürfe für politischen Wirbel. Neben den USA soll auch Großbritannien in Berlin eine eigene Spionageeinrichtung betreiben. Die Tageszeitung The Independent berichtet über einen Horchposten auf dem Dach der britischen Botschaft. Das Blatt stützt sich auf Dokumente, die von dem US-Informanten Snowden stammen. Der britische Botschafter wurde heute zum Gespräch in das Auswärtige Amt gebeten. Nach den USA nun auch Großbritannien? Auch auf dem Dach der britischen Botschaft soll es einen Lauschposten geben. Hinter weißer Schutzhülle soll sich sensible Spähtechnik zum Abhören von Internet und mobiler Kommunikation befinden, berichtet die britische Zeitung The Independent. Einen endgültigen Beweis präsentiert das Blatt aber nicht. Selbst wenn es ein Faktum ist, dass da Spionageeinrichtungen sind, heißt noch nicht, dass sie die Kanzlerin abhören, dass sie den Abgeordneten Ströbler abhören oder sonst jemand im Regierungsviertel. Aber natürlich liegt der Verdacht nahe. Von Seiten der Botschaft heute kein Kommentar. Sie sei schon seit Juli verstärkt im Visier der Spionageabwehr, heißt es heute beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Bekannt ist, dass der britische Geheimdienst GCHQ eng mit der NSA zusammenarbeitet. Sollte er Deutschland als EU-Partner ins Visier genommen haben, sei dies nicht akzeptabel, meint Hans-Peter Uhl, der für die Union im Parlamentarischen Kontrollgremium für die Geheimdienste sitzt. Wir leben mittlerweile in einem gemeinsamen europäischen Haus. Und in einem gemeinsamen Haus lauscht man nicht an der Wand zum Nachbarn. Das gehört sich nicht. Und deswegen meine ich, dass wir dringend eine Hausordnung brauchen für das Europäische Haus. Man habe den britischen Botschafter um Aufklärung gebeten, heißt es im Auswärtigen Amt. Anders als der US-Botschafter vor einigen Tagen sei er aber nicht einbestellt, sondern um das Gespräch gebeten worden. Über seine Antworten will die Bundesregierung das Parlament morgen unterrichten. Einen wichtigen Horchposten für den Nahen Osten und Israel sollen Amerikaner und Briten nach Snowden-Dokumenten auf der Mittelmeerinsel Zypern betreiben. Mehr dazu finden Sie auf tagesschau.de. Union und SPD wollen ihr Wahlversprechen einlösen und für mehr bezahlbare Wohnungen auch in Großstädten sorgen. Darauf haben sich die Fachpolitiker im Rahmen der Koalitionsverhandlungen geeinigt. Auf dem Tisch liegt eine Paketlösung, die unter anderem eine Mietpreisbremse und steuerliche Anreize für Investoren enthält. Heute bei der großen Koalitionsrunde wurde allerdings klargestellt, die Ergebnisse der Arbeitsgruppen stehen noch unter Finanzierungsvorbehalt. Zur Abwechslung tagt die große Runde heute in der bayerischen Landesvertretung. Die Stimmung ist gut, der Hausherr begrüßt die anderen Parteichefs persönlich und die SPD zeigt sich zuversichtlich, dass sich möglichst viele Forderungen umsetzen kann. Wenn Herr Seehofer mithilft, 100%. Leben und leben lassen. Kurz zuvor verkünden Fachpolitiker eine weitere Einigung. Sie wollen den Wohnungsbau steuerlich fördern, 250.000 Wohnungen neu bauen und eine Mietpreisbremse einführen und eine Neuregelung der Maklergebühren. Es gilt ab demnächst der Grundsatz, wer einen Makler bestellt, der muss ihn auch bezahlen und die Übertragung auf die Mieterinnen und Mieter ist in Zukunft ausgeschlossen. Die große Runde befasst sich heute mit den Vorschlägen zur Wirtschaftspolitik. Sie unterstützt den Ausbau der Breitbandverbindungen für ein schnelles Internet, stellt aber die zusätzlichen Ausgaben von 1 Milliarde Euro pro Jahr unter Vorbehalt. Deutliche Worte im Anschluss an alle. Wer meint, er könnte jetzt vorweg Einigungen, um kritische, das heißt auch finanzrelevante Fragen zu finden, der ist schlichtweg zu früh dran. Ich glaube, wir drei machen uns da keine Illusion, dass es noch ein steiniger und harter Weg wird. Dabei wurden die großen Themen wie Mindestlohn, Mütterrente oder Maut noch nicht mal besprochen. Die wirklichen Konflikte stehen also noch aus. 2 Wochen nach Verhandlungsbeginn ist sich die Große Koalition nur in kleinen Fragen näher gekommen. Aber die Ausgabenwünsche summieren sich schon. Deshalb wurden die Arbeitsgruppen heute auch ermahnt, nicht alles, was auf Wunschlisten steht, wird am Ende auch bezahlt werden können. Die EU-Zuschüsse für die deutsche Landwirtschaft werden künftig nach einem anderen Schlüssel verteilt. Darauf haben sich die Agrarminister der Länder verständigt. Ausschlaggebend soll nicht mehr allein die Größe der Betriebe sein. Das Gewicht der Förderung verschiebt sich damit von ostdeutschen Großbetrieben hin zu kleinen und mittleren Höfen. 6,2 Milliarden Euro aus Brüssel sind künftig pro Jahr zu verteilen, etwa 10% weniger als bisher.
Für Georg Schmidt ist es nicht die erste Einkommenskürzung, es ist die dritte. Das wird den Landwirt mit seiner Schweinemast nicht ruinieren. Aber die gestrigen Beschlüsse der Länderagrarminister nimmt er nur noch zähneknirschend hin. Ich sag mal, es ist irgendwo so die Schmerzgrenze, aber ich denke, ich werde leben können damit. Froh ist der Landwirt um die Planungssicherheit für die nächsten Jahre. Auch die Zusatzprämien für die kleineren Betriebe bis 46 Hektar findet er richtig und wichtig. Darauf hatten sich gestern Nacht noch in letzter Minute die Agrarminister der Länder geeinigt. Eine harte strukturpolitische Entscheidung zugunsten kleinerer und mittlerer Betriebe. Bisher war es so, dass wir ausschließlich nach Hektarzahlen die Betriebsprämien ausgezahlt haben. Und jetzt ist es uns gelungen, und das war ein bayerischer Vorschlag, erstmals die kleineren und mittleren Betriebe besser zu stellen, in denen wir auf die ersten Hektare einen Zuschlag gewähren. Außerdem werden neue ökologische Programme aus dem umkämpften Etat für Direktzahlungen finanziert. 220 Millionen aus der Haupteinnahmequelle deutscher Bauern. Nicht wenige Bauern werden um die 20% an Direktzahlungen verlieren. Aber letztendlich haben sie jetzt Planungssicherheit. Die neuen Umweltprogramme werden sich konventionelle Landwirte wie Georg Schmidt genau anschauen. Dort will er sich das Geld zurückholen, das ihm europäische und nationale Agrarpolitiker gestrichen haben. SPD-Fraktionschef Steinmeier behält seinen Doktortitel. Die Plagiatsvorwürfe sind nach Angaben der Universität Gießen vom Tisch. Bei der Überprüfung der Arbeit seien weder wissenschaftliches Fehlverhalten noch Täuschungsabsicht festgestellt worden, teilte die Hochschule mit. Das Prüfverfahren sei deshalb eingestellt worden. Ein Dortmunder Wirtschaftswissenschaftler hatte die Vorwürfe erhoben. Die sogenannte Troika als Kontrollinstrument für Krisenstaaten der Eurozone wird nun selbst überprüft. Das EU-Parlament macht sich von heute an ein genaueres Bild über die Arbeit der Finanzwächter. Kritiker werfen der Troika vor, die Krise in den betroffenen Ländern durch ihre strikten Auflagen noch zu verschärfen. Unterdessen begannen die Finanzexperten von Internationalem Währungsfonds, Europäischer Zentralbank und EU-Kommission in Griechenland mit einer erneuten Überprüfung des Sparprogramms. Ihre Ankunft in Athen wurde von Protesten begleitet. Man muss kein Griechisch können, um zu verstehen, mit welchem Zorn die sogenannte Troika auch heute wieder in Athen empfangen wurde. Die Experten der EU-Kommission, des Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank müssen einmal mehr vor Ort überprüfen, inwieweit die griechische Regierung jene Reformen verwirklicht, die sie im Gegenzug für die europäische Finanzhilfe zugesagt hat. Doch inzwischen gerät die Troika auch in Brüssel unter Druck. Das Europäische Parlament untersucht seit heute ihre Arbeit. Kritik kommt vor allem aus Europas Südstaaten, aber auch von Grünen und Sozialdemokraten. Die Troika ist nicht gescheitert, aber die Troika hat ein Wirtschaftsprogramm vorgelegt, das nicht funktioniert hat. Die Troika macht Politik in Ländern, wo die Schulden danach explodieren und die Jugendarbeitslosigkeit deutlich über 50% steigt. Das ist nicht gerade eine Erfolgsbilanz. Die Vertreter der Troika halten solche Folgen angesichts jahrelanger Fehlentwicklungen, die jetzt korrigiert werden müssen, für unvermeidlich. Die Härten seien allerdings unnötig verschärft worden. Ich muss hier ergänzen, dass Verzögerungen und Versäumnisse bei den vereinbarten Reformen den Preis der Anpassung signifikant erhöht haben. Kurz vor den Europawahlen werden viele Abgeordnete ungeduldig. Die Krise dauert ihnen zu lange. Die Troika dient da als Ziel. Die eigentlichen Ursachen der Krise geraten dabei in den Hintergrund. Und zu denen gehört etwa in Griechenland bis heute der fehlende Reformwille der Regierung. Die versprochenen Privatisierungen gab es kaum und ebenso wenig den Abbau von Jobs im aufgeblähten öffentlichen Dienst. Was die Regierung machte, traf die Privatwirtschaft und hatte dort bittere Folgen. In der Demokratischen Republik Kongo sind die gewaltsamen Übergriffe von Rebellen vorerst beendet. Die sogenannte M23-Miliz sei besiegt, teilte die Regierung in Kinshasa mit. Die Kämpfer gestanden ihre Niederlage ein und boten politische Verhandlungen an. Mehr als anderthalb Jahre, also die Zivilbevölkerung im rohstoffreichen Osten des Landes unter den Übergriffen der Rebellen gelitten. Hunderttausende waren aus der Region geflüchtet. Es sind die Bodenschätze, die bewaffnete Gruppen wie M23 im Ostkongo Geld und Macht verschafft haben. Die Menschen wurden brutal ausgebeutet, die Fronten wechselten. Jetzt hat die kongolesische Regierungsarmee den Kampf um die Vorherrschaft erstmal für sich entschieden. Besser ausgerüstet und bewaffnet nahmen sie heute Morgen die letzten Hochburgen der M23-Kämpfer ein. Die waren vor 20 Monaten aus der kongolesischen Armee desertiert und kontrollierten seitdem große Teile des Ostkongos.
Möglich wurde der Sieg der Armee durch UN-Truppen, die gestern erstmals in die Kämpfe eingegriffen haben. Mit Mörsergranaten beschossen sie Stellungen der Rebellen in den Bergen. Bislang hatten sich die UN-Soldaten darauf beschränkt, die Zivilbevölkerung zu schützen. Ohne großen Erfolg. Mehr als 100.000 Menschen wurden durch die Kämpfe zu Flüchtlingen. Eine Konferenz afrikanischer Staatschefs hat die Rebellen gestern zur Aufgabe aufgefordert und damit Kongos Präsident Kabila den Rücken gestärkt. Für eine Region, die so viel leiden musste, ist die Niederlage der Rebellen ein positiver Schritt. Dem aber muss jetzt die Entwaffnung der anderen Milizen folgen. Die M23-Rebellen haben ihre Niederlage eingestanden und sich in die Berge zurückgezogen. Aber mehr als ein Dutzend andere bewaffnete Gruppen sind weiter aktiv. Auch ihnen geht es vor allem um die Kontrolle der reichen Bodenschätze. In Bangladesch sind heute 152 Menschen zum Tode verurteilt worden. Bei dem Massenprozess in der Hauptstadt Dhaka standen insgesamt etwa 850 Angeklagte vor Gericht. Sie mussten sich für eine Meuterei der Grenztruppen verantworten, bei der vor 4 Jahren 74 Menschen starben, unter ihnen viele Armeeoffiziere. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisierte, der Prozess sei nicht fair verlaufen. Angeklagte hätten keinen Kontakt zu Anwälten gehabt und seien in der Haft gefoltert worden. Indien hat erstmals eine Rakete zum Mars geschickt. Die unbemannte Sonde hob vom Raumbahnhof Sriharikota ab. Im September soll sie die Umlaufbahn erreichen. Ziel ist, die Atmosphäre des Mars und seine Oberfläche zu untersuchen. Die Mission ist zwar vergleichsweise günstig, angesichts der Armut des Landes stößt das Unternehmen aber auf Kritik. In Karlsruhe steht von heute an der ZDF-Staatsvertrag auf dem rechtlichen Prüfstand. 4 Jahre nach dem politischen Streit um die Besetzung des Chefredakteurspostens. Im Zentrum steht die Frage, ob Staat und Parteien zu viel Einfluss bei dem Sender haben. Die Länder Rheinland-Pfalz und Hamburg haben in Karlsruhe gegen die Zusammensetzung der Gremien des Fernsehsenders geklagt. Er hat eine Doppelrolle in Karlsruhe. Kurt Beck ist Vorsitzender des ZDF-Verwaltungsrats und hatte noch als Ministerpräsident gegen den Staatsvertrag geklagt. Ich glaube, dass wir Schritt für Schritt in eine zu starke Dominanz der staatlich beeinflussten Mitglieder von Verwaltungsrat und Fernsehrat hineingelaufen sind. Ein Auslöser der Klage: Der Vertrag von ZDF-Chefredakteur Brender wurde 2009 vom ZDF-Verwaltungsrat nicht verlängert. Wortführer damals war CDU-Mann Roland Koch. Die Hintergründe sind bis heute umstritten. Die Grundsatzfrage, sind die ZDF-Gremien insgesamt zu staatsnah besetzt? Der Fernsehrat zum Beispiel stellt abstrakte Programmrichtlinien auf und berät den Intendanten. Rund 45% der 77 Mitglieder sind Vertreter von Staat und Parteien. Gut 27% kommen von Verbänden, knapp 21% vertreten Berufsgruppen. Besonders kritisch hinterfragten die Richter heute, dass auch Verbands- und Berufsgruppenvertreter am Ende von den Ministerpräsidenten berufen werden. Wer ein nationales Programm veranstaltet, wird kritisch begleitet und das wird in den Gremien gemacht. Entscheidend ist eben, dass es nicht eine bestimmte Gruppe ermöglicht, zu viel Druck auszuüben. Als Beobachter war auch eine Delegation der ARD vor Ort. Auch in den Gremien der ARD gibt es staatliche Vertreter. Deren Anzahl ist allerdings in der Regel wesentlich geringer, als es die Anzahl derzeit beim ZDF, im Fernsehrat und Verwaltungsrat ausmacht. Seit Jahrzehnten stellt das Bundesverfassungsgericht die rechtlichen Leitplanken für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf. Nun steht zum ZDF-Staatsvertrag wieder so ein Rundfunkurteil an, das konkrete Vorgaben machen wird zu den Fragen Staatsferne und Vielfalt in den Aufsichtsgremien. Das Urteil wird erst im kommenden Jahr erwartet. Der spektakuläre Kunstfund aus München bleibt unter Verschluss. Die Augsburger Staatsanwaltschaft begründete das unter anderem mit den Ermittlungen gegen den Besitzer. Nach Angaben der Behörde wurden mehr als 1400 Objekte beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, wem die Kunstwerke einst gehörten und ob die früheren Besitzer sie unter dem Druck der Nazis verloren haben. Lange hat man sie nicht gesehen. Kunstwerke von Henri Matisse oder Max Liebermann. Bei anderen wusste niemand von ihrer Existenz, wie bei diesem Selbstbildnis von Otto Dix. 4 von mehr als 1400 Kunstwerken, die vor 1,5 Jahren in diesem Haus in München-Schwabing gefunden wurden. Sie stammen offenbar aus dem Nachlass des Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt, der die von den Nazis als entartet stigmatisierte Kunst im Auftrag der NS-Führung zu Geld machen sollte. Der Münchner Überraschungsfund für die Kunstwelt, eine echte Sensation. Wenn man vor den Werken steht und die lange verloren geglaubten, verschollen geglaubten oder auch zerstört geglaubten Werke wieder sieht und in einem doch relativ guten Zustand, zum Teil verschmutzt, aber eben halt nicht beschädigt, dann ist das natürlich ein unheimliches Glücksgefühl.
Sie hat sie gesehen, für andere bleibt der spektakuläre Kunstfund unter Verschluss. Erst soll die Frage geklärt werden, wem die Werke einst gehört haben. Es gab Fälle, wo einfach Sachen weggenommen wurden von Privatpersonen und ähnliches mehr. Und das sind diese Dinge, die uns beschäftigen und die aber auch zu unterschiedlichen strafrechtlichen Rechtskonsequenzen führen können. Von den zivilrechtlichen, was die Eigentumsverhältnisse angeht, gar nicht zu reden. Während die Ermittlungen andauern, haben manche Nachfahren bereits Ansprüche gestellt. Erben von Alfred Flechtheim vermuten in der Sammlung Gurlitt Werke aus den Beständen des jüdischen Kunsthändlers. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 6. November. Das Tief zwischen Island und Schottland bringt viel Regen und Wind. Zwischen dem Tief und einem Hoch über Spanien strömt sehr milde Luft nach Süddeutschland. Im Laufe der Nacht kommt Regen im Osten an, in Lagen oberhalb von 800 Metern schneit es. Am Tag im Süden Regen, sonst neben Wolken auch mal freundliche Abschnitte. Am Nachmittag kommt im Westen schon wieder neuer Regen auf. In der Nacht im Flachland stürmische Böen, in den Höhenlagen schwere Sturmböen. Am Tag frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen, in den Hochlagen schwere Sturmböen, am Nachmittag in Gipfellagen Orkanböen. In der Nacht 7 Grad am Oberrhein und minus 1 Grad im Bayerischen Wald. Am Tag 6 Grad im Erzgebirge und bis zu 15 Grad am Oberrhein. Die Aussichten. Am Donnerstag und am Freitag ist es im Süden freundlich und sehr mild, bis zu 19 Grad. Sonst regnet es gebietsweise für längere Zeit. Am Samstag regnet es im Süden länger, sonst örtlich Schauer und Gewitter. Um 22.15 Uhr melden wir uns wieder mit Karin Mioska. Ihre Tagesthemen: Koalitionsverhandlungen, wird es für Mieter künftig günstiger und wir sind das Volk. Wie dieser Slogan von Rechtsextremen missbraucht wird. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.